Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und wir kommen zu einem ultimativen Lolli-Test. Ich habe euch, wie ihr auf dem Tisch sehen könnt, verschiedene Sachen besorgt, Fun Candy. Und das Ganze werden wir heute gemeinsam testen und auch bewerten. Freunde, wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, dann direkt auf unserem Kanal hier gehen und dann abonnieren, damit ihr keine weiteren coolen Videos von uns verpasst. Sonst, Freunde, würde ich sagen, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir direkt an. Ich fange mal mit diesem Star Wars an. Das habt ihr ja schon in meiner Haul gesehen, dass ich das bei Toys R Us bestellt habe. Das ist hier mit so einer Laserlicht-Funktion, wo man hier draufklickt, haben wir dann ein bisschen Licht und zugleich haben wir hier einen Lutscher. Mal schauen, ich mache mal kurz mein Licht hier aus. Ups, da. Jo, ich hatte gerade meine 5 Minuten. So, dann würde ich sagen, probieren wir das mal schnell. Wie das Ganze auch schmeckt. Also an sich, Fun-Faktor ist auf jeden Fall oben, meiner Meinung nach. Der Deckel ist hier mit abgegangen. Gut, weg damit. Dann ist hier noch eine Folie drauf. Okay. Kann man hier irgendwas aufregen mit einer Batterie oder so? Ne, geht leider nicht. So, was hier? Pull here, okay. Ist ein bisschen schwierig von hier aus. So, jetzt ist es besser. Hier kann man es ja einmal abknibbeln. Und dann können wir es ja einmal abreißen. Das kann jetzt schon mal weg, das ist hier Müll. Dann würde ich sagen, probieren wir mal schnell das Ganze hier. Ja, das ist wieder Erdbeere. Schmeckt an sich sehr lecker. Also es ist auf jeden Fall ein Fun Candy. Definitiv, das mit dem Laser sperrt. Dadurch schmeckt es natürlich nicht besser. Aber, wie gesagt, der Fun-Faktor ist auf jeden Fall hier oben. Finde ich gut. Erstmal zur Seite. Machen wir hiermit weiter. Wir haben einmal so einen Schnürpop. Wenn man es hier aufzieht, dreht sich das Ganze. Das heißt, einfach in den Mund reinstecken und gib ihn. Blablabla. So. Das Ganze ist mit Apfelgeschmack. Green Apple ist von... keine Ahnung, was von der Marke. Ist auch egal. Folie vollständig hier abziehen. Open hier. Auch hier kann man wieder was aufknibbeln. So. Ist ab. Einmal abdecken. Und so sieht das Ganze aus. Dann würde ich sagen, let's go. Oh mein Gott. Boom. Der Apfelgeschmack ist sehr künstlich. Also geschmacklich gesehen finde ich es jetzt nicht so lecker. Es ist mir doch zu süß und zu künstlich und mein Geschmack ist es nicht. Es ist witzig. Ja, wenn man, was soll ich dazu jetzt sagen? Man kann sich klar in den Mund reinstecken und dann dran die ganze Zeit drehen, dann muss man nicht mehr dran lutschen ungefähr. Aber ja, ich bin schon auf eure Kommentare deswegen gespannt. Okay. Also geschmackstechnisch ist es nicht meins. Mag ich nicht, persönlich. So, machen wir hiermit weiter. Crazy Popping Dip mit Blue Raspberry Geschmack. Solche Lutscher haben wir ja schon des Öfteren probiert. Hier ist ja immer so ein Lolli mit dabei. Und dann mit so diese Knusper-Zeugs. Knusper-Brause. Ups, ich glaube, unser Daumen ist hier schon abgebrochen. Yep. Irgendwo schwimmt das hier rum. Na, ein bisschen dunkel. Dann würde ich sagen, ich lege es einmal kurz an. Und jetzt da hier einmal kurz reindippen. Damit das ganze Zeug hier dran kleben bleibt. Also solche Sachen finde ich eigentlich immer ganz geil. Na, hört ihr das? Wie das in meinem Mund knuspert. Auf jeden Fall sehr lecker. Ich muss sagen, damals zu meinen Jugendzeiten. Damals so vor 70, 80 Jahren. Habe ich diese Teile gefeiert. Sehr lecker. Immer wieder witzig, wenn es im Mund knuspert. Damit ihr auch schön hören kann. Sehr gut, sehr lecker. Zum Fazit komme ich später. So, Freunde, ich habe mir jetzt hier ein Monster Wonderball gekauft. Beziehungsweise bestellt. Khan hat das ja in unseren ersten Videos mal aufgemacht, weil es hier so dicke Schichten gibt, beziehungsweise hier ist ein Kaugummi-Kern drin und dieser Monster Wonderball braucht wahrscheinlich
Blut braucht Jahre. Oder man braucht Jahre dafür, um das Ganze zu lutschen. Boom! Also, es sieht schon episch aus, muss ich sagen. Schon richtig nice. Auf jeden Fall nicht schlecht. Lutschen werde ich daran jetzt nicht. Ich muss einmal diesen lieben Kahn nachahmen. Was habe ich gesehen? Er hat die Zange hier genommen. Mal gucken, ob das bei mir funktioniert. Und hat es einfach mal aufgedrückt. Na, aber ich bin... Wie... Wie ihr sehen könnt, kann ich mit einer Zange nicht so gut umgehen. Mit einer Wasserrohrzange. Damn it! Ich bin so schlecht, ne? Ich glaube, das war ein bisschen zu klein. Eins weiter auf. Ne, das rutscht mir die ganze Zeit hier weg. Das kann doch nicht sein. So, jetzt aber. Ja. Ey. Hä? Hä? Ne, ich krieg's nicht auf. Ach, guck mal, hier ist schon ein bisschen was abgebrochen. Hä? Also ich krieg's mit einem Klick nicht auf. Kann sein, dass Kahn das mal aufgesägt hat. Das probieren wir doch auch mal direkt. Mal schauen, ob ich eine Säge finde. Und hier ist eine. Mal gucken, ob wir damit weiterkommen. Also Freunde, auf jeden Fall nicht nachmachen. Was ich hier gerade mache, ist total gefährlich, wenn ich jetzt einmal abrutsche. Oh mein Gott. La 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 la. So, jetzt habe ich es hier ein bisschen angesägt. Ey, das dauert echt lange. Ich will gar nicht wissen, wie lange man da braucht, um das hier fertig zu lutschen. So, machen wir hier nochmal einen kleinen Riss rein. Oder soll ich einen Hammer nehmen? Einen Hammer haben wir hier natürlich nicht. Verdammt! So, gucken, ob es jetzt besser ist. Oha! Und hier ist schon was abgesplittert. Aber auch nicht so viel. Probieren wir das ganz normal. Ja, come on, come on. Ja, da geht schon langsam was kaputt. Ich krieg einfach hier keinen Druck rein. Oh. Da ist das Ganze jetzt hinüber. Und hat sich hier verteilt. Eieiei. Kurz die Reste hier zusammensuchen. So. Freunde, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, so sieht das beim Monster Wonderball aus. Kurz mal schnell reinzoomen. So, meine Freunde. Innen drin haben wir hier unseren Kaugummikern. Und dann könnt ihr es hier sehen, die verschiedenen Schichten. Finde ich sehr cool. Könnte auch so eine Art Erdkugel sein. Und dann sieht man da die ganzen verschiedenen Erdschichten. Und dann haben wir hier unseren inneren Kern. Ich würde sagen, das probiere ich mal schnell einmal noch. Aua. Oh. Au. Also draufkauen ist eine dumme Idee. Das Ganze ist ein Fruity Mix. Oh Gott. Wie hart ist das hier bitte? Also das war jetzt mein erster Monster Wonderball. Ich hatte ja nur diese kleinen Kugeln mal getestet. Also ich muss sagen, finde ich sehr cool. Also daraus kann man bestimmt irgendwie eine Challenge machen. Wir haben schnellstens so einen Monster Wonderball kaputt lutscht oder whatever. Ich bin auf jeden Fall, finde ich cool, finde ich gut. Das muss ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. So, Freunde, the final one. Kommen wir zum letzten. Wir haben hier unseren riesen Chupa Chups Lolli, den ich hier auch bei Toys R Us bestellt habe. Soweit ich weiß und gelesen habe, ist es leider kein riesen Lolli, denn innen drin befinden sich
andere kleine. Warum ist das hier jedes Mal... Oh, krass, zugeklebt. Also in meinen Videos scheitert es definitiv immer an der Verpackung. Beziehungsweise, kennt ihr das auch bei den kleinen Lollis? Man will immer ein Lolli aufmachen, aber es funktioniert nicht, weil es zu krass zugeklebt ist. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die erstmal 5 Minuten hier rumknibbeln, um das Ganze hier aufzumachen. Machen das anders? Ah, hier habe ich mein Messer. Das wird mir auf jeden Fall helfen. So. Komm schon! Komm schon! Ich will noch die egal. Ist egal. Ich wollte eigentlich die Folie noch behalten, damit es schön aussieht. Aber ich habe gerade mega keine Geduld. So. Oha. So sieht das Ganze aus. Ja, es ist ein bisschen weckig. Oh nein. Also ich finde schon mal diese Verpackung mega nice. Damit kann ich... Das sieht aus wie so eine Rassel. Also finde ich schon mal cool. Und innen drin befinden sich weitere Lollis. 3. Darunter sind nochmal 3, sind 6, 9, 10 Stück. Befinden sich hier drinnen. Also als Deko für zu Hause finde ich das eigentlich nice. Anstatt so Blumen kann man einfach hier in die Vase so Chupa Chups Lolli reintun. Finde ich cool. Ich glaube, ich werde jetzt so do-it-yourself homemade home decoration. Yo! Freunde, wir haben hier einmal dann, was für Geschmacksrichtungen haben. Einmal Apfel, dann haben wir Melone, dann haben wir, das ist Zitrone, Orange, Erdbeere, Orange hier auch nochmal und das wiederholt sich das Ganze. Und Kirsch haben wir hier in der Mitte. Oh. Yo, und das Ganze werde ich aber jetzt nicht probieren und durchtasten. Chupa Chups ist ja von, ist ja bekannt. Na. So, zack. Einmal wieder kurz zurückstecken. Ach, keine Lust. Ach, verdammt. Freunde, das war's mit dem ultimativen Lolli-epischen Fun-Candy-Test. Kurz zu meinem Fazit. Also, wir hatten ja einmal hier Star Wars. Schmeckt sehr lecker. Fun-Faktor mit dem Laserschwert finde ich cool. Kann man machen. Sonst die Leute, die nicht so viel Schnickschnack brauchen und einfach nur einen Lolli haben möchten, darauf könnt ihr gerne verzichten. Dann haben wir einmal Schnurpop. Eine witzige Idee mit dem Schnur hier. Für kleine Kinder ganz gut. Geschmackstechnisch finde ich es nicht lecker. Dann Monster Wonderball. Bam. Definitiv mein Favorite, auch wenn ich es jetzt nicht gelutscht habe, also gegessen habe. Oh mein Gott. Ich werde bestimmt mega viele Kommentare von euch kriegen, oder? Nicht cool. Finde ich sehr gut. Definitiv sehr gut. Solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht kennt. Es ist echt schon krass. Dann haben wir einmal da hinten, hier, den Crazy Popping Dip. Finde ich sehr, sehr lecker. Gerade mit diesem Knusperzeug ist das sehr süß und es macht Spaß einfach. Dann haben wir unser Fun Candy von Chupa Chups mit dem Riesenlolli. Im Endeffekt ist das einfach nur Dekoration. Dadurch schmeckt der Lolli nicht besser. Muss man nicht machen. Ich glaube, wenn man die so im Einzelnen kauft, ist es wesentlich günstiger. Deswegen einfach müsst ihr nicht kaufen. Nur es sei denn, ihr wollt so einen Riesenlolli mal haben. Freunde! Das war's auch mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Und wenn ihr weitere coole und einmal rechts aussteigen, bitte. Und wenn ihr weitere coole, frische Videos mit uns schauen wollt, lasst uns einfach ein Abo da. Da würden wir uns super freuen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei unserem epischen, ultimativen, heftigen Lutscher-Test. Ja, wir haben gerade Lutschers, Lollis getestet. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und es tut mir leid, dass ich heute ein bisschen komisch drauf bin. Tschüss!